ein herzliches Willkommen live vom Stuttgarter Messeherbst. Wie ihr sehen könnt, ist hier volles Haus. Es ist ganz schön was los. Wir befinden uns auch schon am ersten Wochenende des Stuttgarter Messeherbst. Das heißt, für euch gibt es gleich vier grandiose Veranstaltungen hier zu entdecken. Welche das sind und ja, was es da im Einzelnen zu entdecken gibt, darüber rede ich jetzt mit Guido von Vacano. Schön, dass du da bist, Guido. Guten Morgen, Steffi. Du begleitest die Herbstmessen ja schon seit langer Zeit. Was ist denn da so dein persönliches Highlight? Was macht es denn besonders, den Messeherbst? Also den Messeherbst macht besonders, dass alle Themen einzigartig sind und besonders sind und besondere Menschen besondere Dinge präsentieren. Es sind 11 Veranstaltungen insgesamt mit fast 1900 Ausstellern, also 1900 Attraktionen. Und jedes Jahr werden neue Dinge entwickelt. Wir haben ein ganz, ganz großes Team und deshalb bin ich auch wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ja, also jetzt sieht man das alles in echt. Ich komme gerade von einer Eröffnung bei Leinfelden Echterdingen mit Wommy Wonder. Das war fantastisch und es ist halt einfach jedes Jahr neu. Ja. Es ist richtig schön. Ja. Es ist auch schön zu sehen, dass hier wirklich so viel los ist. Wir befinden uns jetzt hier gerade in Halle 3 bei der Animal. Da ist auch tierisch was los. Was gibt es denn hier so zu entdecken? Ja, also die Animal ist nicht nur in der Halle 3, sondern auch noch in der Halle 5 und im Eingang Ost und draußen im Messepark. Die Animal ist so, sagen wir mal, die Perfektion einer Veranstaltung, wo wir sagen, wir brauchen Informationen, wir brauchen Entertainment und wir brauchen einfach ganz, ganz besondere Aussteller, um die Besucher, die Tierfreunde und die Tierhalter glücklich zu machen. Gibt es da so ein persönliches Highlight von dir? Also es gibt ganz viele persönliche Highlights. Ich will vielleicht mal kurz auf ein paar ganz wichtige Dinge eingehen. Das ist einmal eben das Thema Information. Wir haben ja ganz, ganz tolle Rassehunde-Ausstellungen. Das heißt Vorträge auch, welcher Hund passt zu mir. Wir haben viel im Bereich Katze. Wir haben eine tolle Rasse-Katzenausstellung mit über 200 Katzen, die hier präsentiert werden. Das sind die Züchter vor Ort, mit denen man sich unterhalten kann. Wir haben ein fantastisches Entertainment-Programm, angefangen von einer Greifvogelshow über ein Kaninhopp-Turnier, internationales Dogdance-Turnier, ein tolles Mops-Rennen. Wir haben hier nachher eine Hunde-Modenschau. Und ja, ich meine, und das Ganze wäre nicht perfekt, wenn es nicht eben die besonderen guten Aussteller gibt, wo man Dinge findet, die es eben sonst nicht gibt. Ein persönliches Highlight, ja. Ganz wichtig, weil daran haben wir ganz arg rumgedoktert jetzt das ganze Jahr. Wir haben für Kinder einen ganz, ganz tollen Western-Bereich. Da können die Kinder kommen, sie sollen sich am besten auch verkleiden, da gibt es eine Überraschung, also am besten als Indianer oder als Cowboy. Die Kinder bekommen dann auch einen Sheriffstern. Sie dürfen mitmachen beim Pferderennen, kriegen tolle Urkunden und es gibt tolle Überraschungen. Also wirklich eine Veranstaltung zum Mitmachen, Erleben und toll einkaufen. Oh, das hört sich echt klasse an und auch so eine breite Vielfalt für alle Tierliebhaber ist ja was dabei und dann speziell für die Kinder. Also liebe Kinder, holt euer Kostüm raus und kommt gleich verkleidet hier auf genau. Die Animal. Richtig. Oh, super. Du hast gerade eben auch schon den Messepark erwähnt. Ja. Da kann man sich natürlich auch aufhalten und ab und zu mal kurz eine Pause machen. Gegenüber von diesem Messepark befindet sich auch noch eine Veranstaltung, und zwar die Familie und Heim. Die startet heute, die geht dann noch bis nächste Woche Sonntag. Genau. Was erwartet die Besucher denn dort? Ja, die Familie und Heim ist die Mutter aller Verbraucherausstellungen. Und da sind wir ganz arg stolz, weil wir einfach tolle Partner haben. Wir haben hier in Stuttgart die Deutschlands größte Küchenausstellung für den Endverbraucher. Das gibt es sonst nirgends. Das heißt, man kann hier mit seinen Plänen kommen, kann sich beraten lassen, kann sich Küchen anbieten lassen und kann auch ja, nicht nur neue Küchen kaufen, sondern man kann sich auch beraten lassen, wie die Küche, die bestehende Küche vielleicht auch renoviert, aufgefrischt werden kann. Also jede Menge Inspiration auch. Ich glaube, da schlägt jetzt auch das ein oder andere Frauenherz höher, weil jede Frau insgeheim träumt sie doch von einer schönen, modernen Küche. Also wirklich eine ganz coole Aktion, muss ich sagen. Genau, ist aber nicht nur ein Frauenthema, sondern die Küche hat inzwischen so viel Technik eigentlich, dass auch die Männerherzen sehr hoch schlagen.
weil da einfach Dinge sind, wo es früher nicht gab. Also das ist schön und spannend und ist nicht alles, was bei der Familienheim gibt, deshalb also vielleicht für die Männer. Es gibt einen schönen Oldtimer-Bereich, es gibt das Zündapp-Museum, das hier da ist. Wir haben einen klasse Bauen- und Renovieren-Bereich, also alle Eigenheimbesitzer finden hier neue Dachdecker, neue Fenster, neue Türen. Also es ist wirklich für jeden was geboten. Also wenn wir es jetzt gerade schon von Technik haben, es gibt noch eine Veranstaltung, die ist auch so ein bisschen technischer, vielleicht jetzt auch wieder mehr für die Männer, möchte ich jetzt aber nicht pauschalisieren, und zwar die Stuttgarter Autotage. Was gibt, kann man denn da so Schönes entdecken? Ja, auch das besonders, die Stuttgarter Autotage, dieses Jahr zum zweiten Mal. Wir haben über 25 Marken hier und das Besondere ist, dass man die Autos anschauen kann, man kann sich beraten lassen, man muss nicht von Autohaus zu Autohaus gehen, sondern sind alle hier auf 10.000 Quadratmeter. Und man kann sie direkt Probe fahren. Besonders vielleicht ist einfach, dass jetzt auch da Modelle da sind, die vielleicht manche noch nie gesehen haben. Also der T-Roc beispielsweise von VW oder der Tiguan Allspace kann man hier anschauen. Und man kann ihn gleich Probe fahren. Das ist speziell. Und ja, last but not least, eine Messe wäre nichts ohne Messepreise. Die Fahrzeuge haben alle, sind sehr attraktiv hier zu unterschreiben. Okay, also liebe Zuschauer, es lohnt sich auch bei den Stuttgarter Autotagen vorbeizuschauen, denn ihr habt nicht nur eine breite Vielfalt an verschiedenen Automarken, ihr könnt die auch noch gleich Probe fahren und im Idealfall natürlich, wenn ihr kauft, noch ein Schnäppchen schlagen. Es gibt noch eine Veranstaltung, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. Das ist die Mineralien, Fossilien und Schmuck. Was erwartet die Besucher dort? Also die Veranstaltung ist wirklich zauberhaft, das ist jetzt auch im Herbst einfach eine Glitzerwelt, eine ja, fantastische Ausstellung rund um edle Steine, rund um Schmuck. Und wir haben die toll weiterentwickelt. Wir haben inzwischen ganz, ganz tolle Schmuckdesigner hier, die wirklich spezielle Dinge anbieten, die es eben sonst nicht gibt. Und man kann mit den Menschen, die diesen Schmuck machen, ins Gespräch kommen. Man erfährt die Geschichte hinter den Schmuckstücken und kann natürlich auch direkt kaufen. Wie sieht es denn aus? Kann man denn auch, ich habe was gelesen, mit Gold kann man eventuell auch Schmuck selber herstellen? Ganz genau. Bei all unseren Veranstaltungen ist es so, dass wir darauf achten, dass man eben nicht nur shoppen kann und gucken kann und sich informieren kann, sondern auch Dinge selber machen kann. Und also speziell bei der Mineralien, fossilen Schmuck bieten wir eigentlich also vom Kettenworkshop, Silberschmiedekurs, Goldschmiedekurs, ist alles mit dabei. Man kann also Materialien mitbringen, man kann Materialien kaufen, man kann die Schmuckstücke selber herstellen, man kann fertige Schmuckstücke kaufen, ist wirklich eine richtig fantastische Ausstellung. Man muss sich Zeit nehmen für den einzelnen Aussteller, ins Gespräch kommen, die Geschichten erfragen von den einzelnen Menschen. Es sind viele aus dem Ausland da, die hier ihre Dinge anbieten. Also es lohnt sich sehr. Ja, und vor allem dieses Kreative, dass man selber etwas anfertigen darf und dann auch nach Hause nehmen. Das ist eine tolle Erinnerung an einen schönen Tag hier auf der Messe Stuttgart. Ganz genau, ja. Herrlich, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Es gibt hier massig viele Angebote für groß und klein, für jung und alt. Vor allem die Kleinen haben wir ja schon kurz thematisiert. Der Messeherbst steht eigentlich auch ja, dafür, dass man hier als Familie kommen kann. Was gibt es denn jetzt gerade über die Aktion mit dieser Cowboy-Sache hinaus für Kinder? Ja, also wir achten darauf, dass der Messeherbst oder jede Halle eigentlich für die ganze Familie attraktiv ist. Es gibt in jeder Halle einen speziellen Kinderbereich. In jeder Halle haben sich ja, die Hallenprojektleiter, die Messeprojektleiter, was Spezielles ausgedacht, um alle Besucher zu überraschen und glücklich zu machen. Das soll hier wirklich einfach ein toller Tag sein. Vielleicht darf ich das erwähnen, wir stellen immer mehr fest, dass der Tag so toll ist, dass er nicht ausreicht. Deshalb bieten wir ein Zwei-Tages-Ticket an, ein sehr, sehr günstiges. Und das möchte ich allen ans Herzen legen, weil das Ganze geht hier 9 Tage, wir haben unterschiedliche Veranstaltungen, wir haben uns ganz viel Mühe gegeben und wir sehen jetzt schon, dass es sehr, sehr gut ankommt, es funktioniert sehr gut und wir freuen uns über jeden Besucher. Es gibt ja auch so viel zu sehen, deswegen sollte man sich auch wirklich die Zeit nehmen und gerne auch da 2 Tage kommen, um das hier alles auch sehen zu können. Ja. Ja, Guido, herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich wünsche dir und deinem Team erfolgreiche Messetage. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, und euch wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Ich möchte euch aber noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Geht doch gerne schon mal vorab online auf www.messe-stuttgart.de, denn ihr könnt natürlich schon online euch ein Ticket sichern und ihr habt dann auch gleich das VVS-Ticket inklusive. Sprich, ihr kommt total stressfrei und bequem hier auf der Messe Stuttgart an. Ja,
Ich glaube, wir haben genügend Argumente angesprochen. Jetzt heißt es einfach, schnappt eure Lieben und macht euch auf den Weg hier zur Messe Stuttgart. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende auf dem Stuttgarter Messeherbst.